Hier ist ein Hotspot, was das ganze Projekt Lobautunnel S1, S1-Spange, Stadtstraße betrifft. Die Stadt Wien möchte hier aktuell bereits Tatsachen schaffen. Der Wahnsinn ist, ich meine, das ist gebaut für 40.000, 60.000 Autos mitten durchs Wohngebiet in einer Zeit, wo wir in der Klimakrise stecken. Und die Regierung dieser Stadt baut weiter Autobahnen. Was haben die nicht verstanden? Das Problem ist der einpendelnde Verkehr. Die Leute wollen nichts anderes als zur U-Bahn, zur Schnellbahn. Dort stellen sie Autos ab. Was macht die Stadt Wien nicht? Sie baut keine Straßenbahn in die Stadtgrenze. Eine absurde Situation, dass in anderen europäischen Hauptstädten werden große Stadtautobahnen rückgebaut und wir hier in Wien können uns nicht erlauben, dass wir neue Autobahnen bauen. Um diese 460 bis 600 Millionen kann man das zehnfach an Straßenbahnen bauen. Das heißt, 3 Kilometer Stadtstraße stehen gegenüber 30 Kilometer Straßenbahn. Damit kann ich eine Straßenbahn ziehen nach Breitenlee, also quasi an die Stadtgrenze. Ich kann eine ziehen nach Groß-Enzersdorf an die gerade Stadtgrenze. Ich kann eine Verbindungsstraßenbahn machen. Und ich habe noch immer dann noch 10 Kilometer freie Straßenbahn für was immer. Man weiß, dass eine Straßenbahn viermal besser angenommen wird als ein Bus. Wir müssen raus aus den Nach- und Aus. Wir müssen